Willkommen zum neuen Video. Ja, heute das lang ersehnte Q&A-Video. Ich hatte euch gebeten, bei Instagram und auch hier im Community-Beitrag Fragen zu stellen, wenn ihr denn welche habt, dass wir mal wieder ein Q&A machen, denn das letzte ist schon ziemlich lange her. Wenn ihr neu seid und noch nichts von uns wisst, dann könnt ihr das ja gerne mal in der Suchleiste eingeben, das Q&A. Da erfahrt ihr schon einiges. Ich glaube, da bin ich auch noch sehr auf die Krankheitsgeschichte von Patrick eingegangen. Das werde ich jetzt nur kurz mal anreißen, also außer die aktuelle Lage. Also kurz dazu. Patrick ist ja nierenkrank, beide Nieren funktionieren nicht mehr, ist schon seit Ewigkeiten auf der Transplantationsliste, geht dreimal die Woche zur Dialyse. Dann fange ich einfach mal an. Also ich habe die Fragen ganz altmodisch hier auf meinem Blog notiert, alle abgeschrieben. Es war auch ordentlich, muss ich sagen. Beim letzten Mal waren es nicht so viele. Und ich werde die jetzt einfach nach der Reihe vorlesen und beantworten. Ich hatte erst überlegt, die in Themen irgendwie zu gliedern, aber ehrlich gesagt war es mir dann zu viel und auch zu schwierig, weil die Fragen sich oft dann wiederholen, aber dann noch Zusatzfragen mit dranhängen. Also mache ich das jetzt einfach so. Sollten irgendwelche Fragen jetzt nicht beantwortet werden oder ihr hinterher doch noch welche haben oder aufgrund dieser Antworten noch andere Fragen haben, könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde die dann auch direkt beantworten. Gibt es was Neues bezüglich Patricks Gesundheit und geht es ihm wieder gut? Ja, also letztes Jahr hatten wir ja extrem krankheitlichen Rückschlag. Der Patrick hatte einen zu gut arbeitenden Shunt. Ich versuche mich kurz zu halten. An diesem Arm hier, da wurde ja mal die Dialyse gemacht. Der hat 3 OPs dann bekommen und da wurde der zugemacht und letztendlich jetzt hier ein neuer gemacht. Zwischenzeitlich hatte er so einen dicken Arm und es wurde auch ein Verschluss zum Herzen gefunden, den man aber nicht reparieren kann, weil der irgendwie in so einem Knick ist. Aber der wäre auch nicht weiter schlimm, weil das Blut schon andere Wege findet. Danach ging es ihm aber trotzdem noch sehr schlecht und schlapp. Also teilweise schon so schlapp, dass der, wenn er vom Schlafzimmer zum Wohnzimmer gelaufen ist, K.O. war. Da wurde dann ein Herz, ich weiß es gar nicht mehr genau, Herz-MRT gemacht. Da wurde dann festgestellt, dass die Herzleistung sehr schlecht ist. Hatte er so einen Herzkatheter bekommen. Da wurde eine Herzbiopsie gemacht, denn es wurde kein Verschluss, kein weiterer Verschluss gefunden. Es konnte kein Stent gemacht werden. Bei der Biopsie kam dann Wochen später raus, dass er einen Ringelröteln-Infekt hatte wohl, der das Herz so geschwächt hat. Er ging dann noch zu Kontrollen und es wurde dann auch immer besser. Also ja, es geht ihm auf jeden Fall besser. Nun, durch die OPs hat er ja hier die 3 tauben Finger, die aber nicht komplett abgestorben taub sind, sondern ihm sehr wehtun zwischenzeitlich. Der ist da sehr empfindlich, also druckempfindlich oder ja, berührungsempfindlich. Und hat da immer so einen Druckschmerz, so ein Pochen und als wenn die Finger von innen so aufplatzen, so einen richtigen Druck. Die sind aber nicht dick. Da sind wir jetzt noch ja, dran, das zu erforschen. Er war da jetzt schon bei verschiedenen Ärzten, auch zum MRT schon. Und die eine Ärztin sagt, es ist zu 99% der Karpaltunnel, der irgendwie entweder verletzt wurde oder mit Wasser voll sitzt, keine Ahnung. Wäre aber eine kleine OP, das zu beheben. Der andere Arzt ist sich aber sicher, dass das nicht ist, weiß aber nicht, was es ist. Also da sind wir noch dran. So hundertprozentig geht es ihm noch nicht, aber ich denke doch schon sehr viel besser. Letztes Jahr war es auch halt psychisch hier sehr angeschlagen durch die ganze Situation und das ist auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Müdigkeit hat er auch immer noch, relativ stark, aber ich denke, das liegt daran, der hat so einen starken Muskelabbau. Der liegt dreimal die Woche 4,5 Stunden da in der Dialyse und bewegt sich ja nicht. Dann hat er ja einen Bürojob. Der ist jetzt gerade zur Reha. Ich hoffe, dass er sich da super erholt und auch wieder ein bisschen fitter wird und ja, wir sehen der Sache jetzt auf jeden Fall positiv entgegen. Wenn man weiß, was es war und auch weiß, was die nächsten Schritte sind, dann ist das immer alles leichter hinzunehmen, als wenn man so gar nicht weiß, was jetzt los ist, finde ich. Ja, wo kaufst du deine Brillen? Gibst du eine Unmenge an Geld aus? Super Frage jetzt, wo ich keine Brille trage. Also erstmal dazu, ich habe eine ganz schwache Stärke nur. 1,0. Meine erste Brille, als das rauskam, habe ich mir beim Optiker machen lassen. Die war, ja, teuer. Meine ganzen anderen Brillen sind alles Brillen aus dem DM oder Sustrene-Grene. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und ob das auch so heißt. So wird es geschrieben, Sustrene-Grene. Es ist dann so ein nordischer Einrichtungsladen. Die haben Brillen für 6, 7 Euro, so Lesebrillen. Die trage ich halt auch nur zum Lesen. Also nein, ich gebe keine Unmenge an Geld aus, weil ich habe ja mittlerweile 4, 5, 6 Brillen. Nur die erste, die einzige, die ich auch am meisten trage, die war teuer. Wie viele Stunden arbeitest du bei DM und als was? Ich arbeite bei DM 5 Stunden die Woche nur als Verkäuferin. Mache aber da aufgrund der Zeiteinteilung auch hauptsächlich Warenverräumung. Ich arbeite ja immer von
6.30 Uhr morgens bis 9, zweimal die Woche. Das klappt so perfekt für uns mit den Kindern. Ich könnte natürlich auch bis 12 Mal arbeiten, aber eigentlich ist es so für uns perfekt. Mir reicht das auch an den Stunden. Nicht, weil ich nicht mehr arbeiten möchte, sondern ja, weil wir so gut klarkommen. Und man darf jetzt halt auch nicht vergessen, der Patrick ist voll berufstätig und danach noch dreimal die Woche zur Dialyse. Der ist jetzt hier keine Hilfe groß, was auch nicht schlimm ist, aber ja, deswegen arbeite ich halt so wenig. Und man darf auch nicht vergessen, wir machen YouTube, das ist auch Arbeit. Das darf man auch nicht vergessen, das ist immer ziemlich viel Zeitaufwand, was man so als Zuschauer ja gar nicht mitkriegt. Könntet ihr euch vorstellen, noch ein Kind zu bekommen oder ist die Kinderplanung abgeschlossen? Also ich hätte gerne schon ein drittes Kind gehabt, auch jetzt noch. Aber ich würde sagen, unsere Kinderplanung ist abgeschlossen aufgrund dieser gesundheitlichen Lage von Patrick. Wir einfach nie wissen, was kommt, was passiert. Letztes Jahr war es wirklich schlimm für uns, wo ich auch kurzzeitig oder öfter auch gedacht habe, was mache ich, wenn der Patrick nicht mehr da ist bald? Ja, da jetzt noch ein Kind zu kriegen, weiß ich nicht. Also finde ich blöd. Also in so eine Lage, da jetzt noch ein Kind reinzusetzen, ist es schwierig genug für die beiden, die da sind. Auch jetzt, wo der Patrick 3 Wochen in der Reha ist, die vermissen den so sehr und weinen fast jeden Tag. Genau, also das ist aber die einzige Begründung. Auch, dass alles mit 3 Kindern schwieriger ist, Urlaub und sowas, alles brauchen wir nicht drüber reden. Aber das hätte jetzt mich nicht davon abgehalten. Aber aufgrund dieser Sache möchten wir das nicht. Was magst du an YouTube gar nicht? Also ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Welche Videos ich nicht mag oder was mir an der Plattform YouTube nicht gefällt. Was ich gar nicht mag oder was ich auch gar nicht verstehen kann, sind negative Kommentare. Nicht jetzt bei mir speziell, weil wir kriegen eigentlich echt wenig negative Resonanzen, aber ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe immer nicht, wo da die Intuition ist, von jemandem rumzustänkern. Aber das mag auch alles eine Einstellungssache sein. Also ich versuche ja solche Sachen, ich denke einfach, es gibt Wichtigeres auf der Welt. Und was bringt mich jetzt weiter, wenn ich da meinen negativen Senf zu abgebe, den ja wahrscheinlich die Person, die das Video gemacht hat, nicht so sieht. Sonst hätte sie das Video ja nicht so gemacht. Also ja, aber es gibt halt verschiedene Meinungen, nur wie man die dann immer kommuniziert. Also sowas mag ich halt nicht. Aber das ist ja nicht auf YouTube unbedingt nur bezogen. Das ist ja auch real life so möglich, ne? Zum Beispiel, wenn jemand sagt, boah, du hast aber zugenommen oder die Hose steht dir aber nicht oder ich verstehe immer nicht, was sowas soll. Oder Barnett, sowas würde ich nie essen. Musst du ja auch nicht, ne? Aber ich ja anscheinend, sonst würde ich es ja jetzt gerade nicht essen und mir das dann irgendwie so schlecht zu reden. Versuche meinen Kindern gerade beizubringen, dass jeder seine Meinung haben darf. Von jedem darf die Meinung anders sein. Die darf man auch immer kommunizieren. Aber wenn man nicht danach gefragt wird, muss man die nicht jemandem aufzwängen oder jemandem sagen, ungefragt. Und vor allem kann man die auch immer ganz nett verpacken trotzdem. Weil man muss halt auch immer Rücksicht nehmen auf Gefühle anderer. Es gibt Menschen, die sind sehr sensibel. Genau, ich will jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Das ist ein Thema, das könnte man ganz lange erörtern. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Was ich an Videos nicht mag, auch viele. Diese ganzen Spielvideos, Minecraft und keine Ahnung, mag ich alle nicht, weil ich damit auch nichts zu tun habe. Aber was ist das Teuerste, was du besitzt, außer das Auto? Meine Kinder? Ja, ich weiß, aber sowas ist jetzt nicht gemeint. Ich weiß es gar nicht. Mein Ehering auf jeden Fall. Ich glaube, mein Ehering. Oder meine Ehringe. Ich habe ja 3 Stück. Also sonst fällt mir jetzt nichts ein. Wie gehst du mit Stress bezüglich der Kinder um? Hast du da Strategien? Ja, schwierig. Da liest man ja immer wieder auch von Strategien. Und ich bin aber ganz ehrlich, das kommt immer aufs eigene Wohlbefinden an, finde ich. Wie man gerade drauf ist, was man gerade noch für einen anderen Stress hat. Es kommt einfach auf die Tagesform an. Oder meistens bin ich sehr gelassen mit Stress von den Kindern. Also ich kann super ausschalten, abschalten, da rein, da raus. Ist mir egal. Die Rosalind kommt jetzt gerade in so ein Alter vor Pubertät. Schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann das ganz gut differenzieren und weiß auch immer, die Kinder meinen das so nicht. Die wollen mir ja nichts. Und versuche das einfach zu ignorieren, trotzdem noch sehr nett auf sie einzugehen. Aber mir passiert das auch, dass ich mal einen Tag habe, da bin ich null belastbar und da stresst mich schon sehr eine kleine Sache. Da mache ich mir einmal Luft und dann versuche ich erstmal Abstand zu gewinnen. Ob es in der Küche ist oder so, dass ich dann sage, ich koche jetzt Essen oder die Kinder ins Auto setze, sage, steigt schon mal ein und dann stehe ich nochmal kurz vorm Auto und atme nochmal tief durch. So halt. Oder ich versuche irgendwie für mich abzuschalten. Vielleicht in die Badewanne gehen oder
mich irgendwie auf andere Gedanken zu bringen. Vielleicht auch schon im Vorfeld zu merken, wie stressig ist meine, wie schlecht ist meine Mut gerade, wie schlecht bin ich heute drauf. Vielleicht mache ich da schon mal direkt etwas Gegensätzliches, dass mein Wohlbefinden besser wird, bevor irgendwie eine Eskalation stattfindet. Aber das sind alles Strategien, die sind immer alles schön dahergesagt. Wenn man dann in der Situation ist und man hat gerade keinen Bock und hat gerade keinen Nerv, dann ist das, hilft einem das nicht. Also denke ich. Ich höre immer von allen Leuten nur, ich möchte gerne mal so gelassen sein wie du, weil ich kenne es nicht anders. Meine Kinder sind schon ziemlich stressig, schon immer. Wenn ich die vom Kindergarten abhole, dass die mich anschreien, die wollen noch da bleiben oder die wollen was unternehmen. Was machen wir jetzt? Wohin gehen wir jetzt? Und die akzeptieren auch keine Antwort dann, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Nein, das ist schon immer bei uns so. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ja, da bin ich total relaxed. Dann setze ich mich im Kindergarten auf den Stuhl und warte, bis die sich fertig abgeregt haben und dann fahren wir halt trotzdem nach Hause oder machen das, was geplant war. Wie viel Geld gebt ihr im Monat für was aus? Ihr seht ja jede Woche mein Foodhaul. Ich gehe ja auch noch mal ein, zwei Mal so zwischendrin so ein paar Sachen einkaufen, wenn ich irgendwas im Angebot gefunden habe oder wenn wir irgendwas brauchen, was ich vergessen habe. Oder auch mal Obst und Gemüse, weil das muss man ja auch mal noch mal frischer holen als einmal die Woche. Also für Lebensmittel geben wir so 500 Euro ungefähr im Monat aus. Circa Pi mal Daumen. Mal sind es 400, mal ist es ein bisschen mehr. Fürs Tanken gebe ich 150 Euro circa aus im Monat. Klamotten und sowas, das kann ich gar nicht sagen. Das holen wir uns dann, wenn wir was brauchen. Ihr wisst ja auch vielleicht mittlerweile von mir, dass ich ausrangierte Sachen oft auch weiterverkaufe bei Vinted oder. Ja, wir waren ja letztens auch im Flohmarkt, das hat nicht so gut geklappt, aber früher waren wir öfter auf Trödelmärkten, weil ich das eigentlich ganz gerne mache. Klamotten versuche ich immer auch ein bisschen davon mitzufinanzieren, also alte Sachen verkaufen, sich dann was Neues holen. Ich kaufe auch Secondhand, auch für mich und die Kinder, weil ich das nachhaltiger finde manchmal. Und ja, manchmal gibt es halt schöne Sachen, die gibt es gerade nicht mehr. Kann ich jetzt nicht so sagen, pauschal, was wir da im Monat für ausgeben. Und ansonsten, ich weiß nicht, was jetzt hier so gemeint ist. DM und sowas, ja, dadurch, dass ich da arbeite und ja öfter was von der Arbeit auch mitbringe, so ein, zwei Teile, kann ich das auch nicht so genau sagen, aber ich denke mal, so im Monat geben wir ungefähr 80 Euro bei DM aus. Ich mache ja einmal immer so ein Haul, wo ich das meiste einkaufe und dann immer so ein paar Kleckerchen von der Arbeit mitbringe. Deine eure Träume und Pläne für die Zukunft? Ja, unser größter Plan und Traum für die Zukunft ist, dass der Patrick eine Niere bekommt, die auch super funktioniert, super angenommen wird, denn wir hatten das Problem ja schon mal. Er einfach oft nicht mehr an die Dialyse muss und nicht mehr darauf angewiesen ist. Wenn es auch dann nur für 5, 10 Jahre ist, egal, es wäre schon unser einziger Traum eigentlich. Sonst habe ich da keinen Traum oder Ziel. Pläne für die Zukunft machen wir eigentlich nicht aus diesem Grund, weil man das leider nicht planen kann. Gesundheit lässt sich nicht planen. Unsere Pläne und Ziele sind, glücklich zu sein, zu bleiben, die Kinder bestmöglich glücklich zu erziehen, voller Liebe. Wir würden eigentlich gerne auch umziehen. Aber wenn wir nichts finden, dann bleiben wir hier. Weil auch das ist schwierig zu planen. Denn wenn wir umziehen würden und wir dann mehr Kosten hätten und dann doch wieder irgendwas passiert, müsste ich wahrscheinlich mit den Kindern wieder umziehen. Und also bei uns ist es schwierig mit der Planerei. Ich weiß, das ist wichtig, so Zukunftspläne und Ziele zu haben, sich zu stecken. Unsere Ziele sind einfach ein glückliches Leben. Familienleben. Wie alt seid ihr und eure Kinder? Ich werde dieses Jahr 39. Der Patrick, wird 41. Die Kinder, die sind 6 und 10 oder 10,5 schon. Wie kamst du auf die Idee, YouTube zu starten? Ja, das ist tatsächlich in der Pandemiezeit hat sich das irgendwie entwickelt, weil die Kinder ja ein bisschen geguckt hatten. Oder was heißt die Kinder? Die Olivia war noch so klein, die Rosalind öfter mal YouTube-Videos geguckt hat. Also kindgerechte und auch so Vlogs. Und ja, mir hat das irgendwie gefallen. Dann haben wir da mal so leicht mit angefangen und dann haben wir uns ehrlich gesagt noch gar nicht so was dabei gedacht und dass das sich irgendwie so entwickeln könnte. Das war mehr Zeitvertreib, Interesse, Hobby, sowas halt. Daraus ist es dann entstanden. Wohnt ihr zentral oder ländlich? Wir wohnen hier komplett zentral in ja, einer größeren Stadt, Großstadt, weil. Ist es nicht, glaube ich. Wir sind fußläufig hier in der Stadtmitte, wohnen sehr zentral. Also eigentlich eher auch schlechtere Wohnlage. Allerdings ist uns das lieber, weil meine Eltern hier in der Nähe wohnen, fußläufig. Patricks Dialyse fußläufig erreichbar ist. Patricks Eltern wohnen auch nicht weit, nicht fußläufig, aber 5 Minuten mit dem Auto. Die zukünftige Schule von der Rosalind ist hier sehr nah. Olivias Schule
ist sehr nah, also zukünftige Schule, die wechselt ja jetzt auch zur Schule, ist auch sehr nah. Man hat hier super schnell was erledigt, erreicht, wenn man irgendwo hin möchte. Ich kann mit den Kindern spontan Eis essen, laufen. Also das finde ich alles schon ganz schön. Musst du mit dem Auto fahren? Wie sind die Arbeitszeiten? Nein, ich kann tatsächlich zur Arbeit laufen, mache es aber in den Wintermonaten nicht, weil es mir da zu dunkel ist, weil ich ja schon um 6:30 Uhr anfange und 6 Uhr loslaufe dann und es ist einfach stockdunkel. Deswegen fahre ich mit dem Auto, verbinde das aber, dass ich dann danach meistens direkt auch den Wocheneinkauf mache, dass ich also nicht umsonst mit dem Auto gefahren bin. Ja, Arbeitszeiten habe ich ja schon gerade beantwortet. Tolle Figur, machst du etwas dafür oder sind das die Gene? Die Frage hat mich ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, weil meine Gene sind eher schlecht und ich habe ja auch Lipödem an den Beinen. Also es ist nicht diagnostiziert. Ich gehe da aber mal von aus. Ich habe schon ziemlich viel Zellulite. Ich weiß, dass das normal ist, dass das jeder hat, aber bei mir ist es schon ein bisschen krasser und finde jetzt meine Figur auch nicht. Also ich habe eine sehr schmale Taille, das weiß ich, aber den Rest der Figur, ich bin nicht so zufrieden, versuche mich aber so zu lieben und hinzunehmen, wie ich bin. Ich mache nichts, leider, weil eigentlich müsste ich doch wieder etwas Sport machen, aber ich mit dem ganzen Stress letztes Jahr, ich habe es einfach noch nicht auf die Kette bekommen. Werde da jetzt aber demnächst wieder mit anfangen, dass ich mich wenigstens ein bisschen betätige, aber nicht wegen der Figur, sondern einfach fürs Wohlbefinden. Was sind deine Wünsche an uns Zuschauer? Ja, dass ihr weiterhin ja, mich so toll unterstützt. Weiterhin unbedingt immer eure Meinung auch sagt. Also sollen sich nicht alle Zuschauer ansprechen, um Gottes Willen. Ich habe ja schon gesagt, bei uns ist es echt super freundlich und human immer, dass man sich immer überlegt, bevor man etwas schreibt, wie das der Gegenüber auffasst vielleicht, dass man das alles immer seine Meinung auch nett verpacken kann. Dass ihr mir weiterhin immer ehrlich sagen könnt, was ihr sehen wollt und was ihr nicht sehen wollt, das finde ich toll, weil auch da gehen die Meinungen auseinander und manchmal weiß ich auch nicht so richtig. Ansonsten finde ich euch eigentlich ganz tolle Zuschauer und bin richtig froh. Was ist deine Lieblingsspeise und Trinken? Mein Lieblingstrinken ist Kaffee. Ich liebe Kaffee in allen Formen. Eiskaffee, Milchkaffee, Latte Macchiato, alles an Kaffee. Freue mich auch jetzt schon wieder auf unseren Kreta-Urlaub, diesen Frappé da überall zu trinken. Ansonsten mag ich noch super gerne Cola Zero Vanille oder Kirsch. Vanille am liebsten noch. Trinke aber hauptsächlich Wasser. Lieblingsspeise, ja, sind Klöße mit Braten, Schweinebraten von meiner Mama und die Lasagne von Patrick. Und Sushi liebe ich über alles. Also die beiden Sachen als selbstgemachtes Essen und so Sushi. Keine Wäscheständer. Wie viele Maschinen wäschst du? Wie trocknest du? Also ja, wir haben Wäscheständer natürlich. Im Sommer bei schönem Wetter steht der immer auf dem Balkon. Und ansonsten haben wir Trockner im Schlafzimmer. Ja, nicht so die optimale und herkömmliche Lösung, aber es passt hier nicht anders. Haben wir jetzt aber auch kein Problem mit, wenn wir den anmachen. Dann ist auch immer Fenster auf, ist ein Kondenstrockner. Kommen wir eigentlich ganz gut mit klar. Ich wasche so 3 bis 4 Maschinen die Woche. Das ist ja auch individuell. Ne? Wäscht man die ganzen Bettbezüge mit, hat man da auch ruckzuck mal ein bisschen mehr Wäsche. Kommt dazu, die Rosalind geht ja auch zum Tanzen. Also hat die auch immer 2-mal Sportwäsche mindestens. Aber 3 bis 4 Maschinen kommen wir mit hin. Patricks Arbeit. Wie bekommt er das vereinbart? Ja, der Patrick ist Einkäufer beim Chemiezwischenhändler. Kriegt das super vereinbart, eigentlich muss ich sagen. Also dafür, dass er ja, zur Dialyse geht 3-mal die Woche und er eigentlich auch sehr krank ist, vor allem letztes Jahr ja auch. Obwohl er letztes Jahr auch viel gefehlt hat, also er hatte auch lange einen Krankenschein, kriegt er das sehr gut hin. War ja ganz lange jetzt nur im Homeoffice und mittlerweile 2-mal die Woche auch im Büro, was ich aufgrund der sozialen Kontakte auch wichtig finde, dass man nicht dauerhaft nur im Homeoffice ist. Eure Wohnung ist mega, ist die Eigentum? Nein. Ja, die Wohnung hier ist schon sehr, sehr groß und wir fühlen uns hier eigentlich auch echt wohl. Eigentum ist sie nicht. Eine Wohnung in der dritten Etage würde ich niemals kaufen, um ehrlich zu sein. Eigentlich ursprünglich war es eine Zwischenlösung. Also wir hätten auch nicht gedacht, dass wir so lange hier bleiben. Wie viele Stunden schaffst du es zu arbeiten? Schaffen? Schwierige Frage. Die Frage hatten wir ja vorhin schon mal ein bisschen beantwortet. Also ich arbeite 5 Stunden die Woche bei DM. Ich könnte auch mit Sicherheit mehr arbeiten. YouTube ist auch Hobby, keine Frage und macht auch sehr viel Spaß. Aber auch eine normale Arbeit macht ja Spaß im besten Fall. Ist auch Arbeit und ich arbeite so locker. Ich kann es gar nicht sagen. Der Patrick schneidet ja die Videos zum Glück. Das muss ich nicht machen. Aber sich Gedanken machen, Videos drehen, also so locker. 5 bis 10 Stunden gehen da auch noch mal drauf. Nach der Rosalind, also nachdem die im Kindergarten war, habe ich 25 Stunden die Woche gearbeitet.
Das hat auch ganz gut geklappt. Könnte ich mir jetzt aber mit 2 Kindern nicht mehr vorstellen. Unsere Kinder gehen ja auch nicht in die Nachmittagsbetreuung. Also ich hole die ja immer so früh wie möglich ab, um noch auch etwas mit denen zu unternehmen und auch Hausaufgaben und sowas. Ich bin da jetzt nicht streng oder bewache das, aber ich möchte schon irgendwie gerne, dass das hier gemacht wird und dass ich auch mal darüber gucken kann, dass ich auch mitbekomme, was sie gerade machen und so. Das alles immer in die OGS zu legen, finde ich für uns nicht so schön. Welchen Beruf hast du erlernt? Ich bin gelernte Kosmetikerin und habe ja dann noch BWL angefangen zu studieren. Oder ja, ich war schon im 4. Semester, bin da schwanger geworden. Deswegen habe ich das nicht mehr weitergemacht. Also in Zukunft habe ich vor, meine Stunden bei DM zu erhöhen. Ich hätte es auch schon machen können, aber wollte ich nicht, weil das einfach jetzt mit dem YouTube und so nicht passt. Also in Zukunft, wenn die Kinder noch ein bisschen größer sind und alleine von der Schule nach Hause kommen und sowas dann, oder überhaupt alleine mobil sind, sagen wir es mal so, und sich auch mal verabreden alleine und alleine unterwegs sind, dann werde ich auf jeden Fall wieder mehr arbeiten bei DM am liebsten. Ja, das waren die Fragen, die ihr gestellt habt. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Fragen habt oder andere Fragen oder jetzt noch Fragen aufgekommen sind durch meine Erzählung, könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren noch stellen. Beantworte die dann auch gerne. Hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!